Wer durch die kleine Gemeinde Pianz im Tiroler Oberland fährt, kann es nicht übersehen. Das Firmengebäude von Handl. Das Familienunternehmen hat sich auf die Produktion von Tiroler Speck, Wurst- und Bratenprodukte spezialisiert. Und seit April des Vorjahres tragen alle Specksorten von Handl Tirol, die in Österreich verkauft werden, das AMA-Gütesiegel. Das bedeutet, dass das Schwein in Österreich geboren, gemästet, geschlachtet und verarbeitet wurde. Die Unternehmensführung hat erkannt, dass die Kunden eine gewisse Sehnsucht verspüren, wieder mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen. Und daher haben wir uns entschieden, 2010 im Frühjahr, alles, was in Österreich an Tiroler Speck verkauft wird, der ja in Brüssel geschützt ist, als GGA, also geografische Angabe, wir haben einen weltweiten Schutz dafür bekommen in Tirol, dass dieses Produkt auch in die Richtung hin ganz klar und deutlich aus österreichischem Rohstoff mit AMA-Qualitätsgütesiegel ausgezeichnet wird. Und diese Botschaft wollen wir unseren Kunden geben. Auf der einen Seite die Qualität der Auswahl, das ist unser Know-how, das ist das Know-how der Mitarbeiter, die Produktionsmethode, aber auf der anderen Seite auch die Sicherheit im Rohstoff. 2000 Tonnen Schweinefleisch bezieht Handl Tirol für den Speck mit AMA-Gütesiegel. Das macht etwa 10% der AMA-Schweineproduktion aus. Durch die Kooperation mit der AMA steigt das Volumen des von Handl in Österreich gekauften Fleisches auf rund 40%. Die Firma beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist damit ein bedeutender Arbeitgeber im Tiroler Oberland. Handl exportiert seine Produkte in 18 Länder. Die Erfolgsgeschichte des Tiroler Unternehmens begann vor über 100 Jahren. Handl ist jetzt nächstes Jahr 110 Jahre alt. Auf der einen Seite natürlich ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, Ganzjahresarbeitsplätze. Allerdings hat das alles begonnen mit meinem Großvater. Der hat 1902 in Pianz die Metzgerei gegründet. Der Vater war dann in der Fleischerschule in Leipzig, hat also wirklich hohe technologisches Wissen sich angeeignet oder aneignen können. Speckerzeugung ist beinahe so etwas wie eine kleine Wissenschaft. Das rohe Schweinefleisch wird nach genau festgelegten Produktionsschritten verarbeitet. Ein wesentliches Element dabei ist das Pökeln, haltbar machen mit Salz. Da bereits beim Pökeln die Fundamente für den späteren Geschmack gelegt werden, verwendet Handl eine ganz bestimmte Salz-Gewürzmischung. Das ist natürlich ein internes Geheimnis und Know-how, das wir nicht in der Form so nach außen geben. Die ganzen Produkte werden händisch eingesalzen, kommen dann in einen Böckelbehälter und bleiben dann 3 Wochen in einer Böckelphase, also bei uns im Böckelraum. Dann geht es in den Kaltrauch. Dort legen wir großen Wert auf das Räuchermaterial, was wir verwenden. Das ist also Buchenholz, das sind Buchenholzspäne. Über eine Glimmplatte wird praktisch dieses Buchenholz dann verglimmt und der Rauch wird dann über den Raucherzeuger in die Anlage eingebracht. Die Produkte bleiben dort in etwa eine Woche stehen. Temperaturen sind wir unter 20 Grad im Kaltrauchprozess. Wichtig ist auch noch, dass also eine kontrollierte Feuchtigkeitssteuerung in diesem Prozess stattfindet, dass wir immer eben auch die gleichbleibende Qualität über den gesamten Prozess sicherstellen können. Die Firma Handl ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich aus einem kleinen Tiroler Fleischergeschäft das Zentrum des Tiroler Speckhandels entwickelt hat. Und Handl steht stellvertretend für viele österreichische Lebensmittelproduzenten, die auf das AMA-Gütesiegel setzen.